Hi, ich bin Ashlyn aus Argentinien. Und bevor ich weitermache, bitte ich euch zu liken und zu abonnieren. Mein Bruder Carter ist mein Zwilling. Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Aber wir waren schon immer Konkurrenten. Am Tag unserer Geburt haben wir sogar darum gekämpft, wer als Erster auf die Welt kommt. Mein Dad war ein Profifußballer und meine Mom war eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie waren beide sehr wettbewerbsorientiert und ermutigten uns, das Gleiche zu tun. Mein Bruder und ich wetteiferten darum, wer am schnellsten krabbeln, am schnellsten laufen, am längsten die Luft anhalten und das beste Bild malen konnte. Der Gewinner bekam immer eine Belohnung. Damals war es lustig. Manchmal kam der Junge von nebenan, Nico, vorbei und spielte die Jury. Er hatte eine coole Kamera und liebte es, Fotos zu machen. Meistens von mir, wie ich Grimassen schnitt. Carter dachte, er könnte noch seltsamere Gesichter machen. Und so wurde es ein Wettbewerb. Und Carter gewinnt schon wieder. Was? Komm schon, Nico. Warum stellst du dich immer auf die Seite von Carter? Das war nicht einmal knapp und das weißt du. Du hast gehört, was Nico gesagt hat. Ich habe gewonnen. Wie ich bin immer, Versus. Wie auch immer. Carter und Nico wurden beste Freunde und taten sich gerne gegen mich zusammen, was nervig war. Trotzdem liebte ich meinen Bruder. Er bedeutete mir die Welt. Ich war immer ein guter Verlierer, aber Carter nicht. Du hast geschummelt. Hab ich nicht. Ich hab dich fair geschlagen. Es wurde noch schlimmer, als wir älter wurden. Meine Eltern drängten uns, noch mehr miteinander zu konkurrieren. Gewinn ist alles. Wenn ich nicht gewinne, verliert mein Team. Und wenn ich nicht gewinne, wird mein Unternehmen versagen und wird arbeitslos. Heißt das, dass alles ein Wettbewerb sein muss? Klar, Dummkopf. Ich wollte einfach nur eine normale Beziehung zu meinem Bruder haben, in der wir uns nicht immer beweisen mussten. Aber was ich auch tat, er musste es besser machen. Ich habe ihn sogar gewinnen lassen, nur damit er mich nicht hasst. Nicht schon wieder. Ich schätze, du bist einfach besser als ich. Was soll ich sagen? Dann eines Tages überschritt er eine Grenze und alles änderte sich. Als wir in der 10. Klasse waren, hatte ich eine 1. Ich war Kapitän der Mädchenfußballmannschaft und hatte die Hauptrolle in der Schulaufführung. Carter bekam 2, schaffte es nicht in die Fußballmannschaft und bekam nur eine winzige Rolle in dem Stück. Er hasste es, dass ich besser war als er. In der Schule sprach er nicht mit mir, nur vor seinen Freunden, um etwas Gemeines zu sagen. Hi Carter, wollen wir zusammen zum Mittagessen? Wow, riecht ihr das? Jemand muss wirklich am Bad nehmen. Ich konnte sehen, dass Nico das nicht gefiel, aber er hat sich nie für mich eingesetzt. Als ich als Klassensprecher kandidieren wollte, trat Carter gegen mich an. Wählt mich, wenn ihr längere Mittagspausen wollt. Wählt Ashlyn, wenn ihr doppelt so viele Hausaufgaben haben wollt. Und dann hat er mich vor der ganzen Schule gedemütigt. Man kann nicht Klassensprecher sein, wenn man Geheimnisse hat. Und meine Schwester hat ein großes. Wovon redest du, Carter? Ich habe keine Geheimnisse. Dein Tagebuch sagt was anderes. Mein Körper gefror. Ich hatte ein großes Geheimnis. Und in diesem Tagebuch muss ich Nikos Namen 10.000 Mal in allen Farben, Formen und Größen gezeichnet haben. Carter schlug eine der Seiten auf und hielt sie hoch. Die ganze Schule hat gelacht und ich bin explodiert. Ich griff Carter mit aller Kraft an und es brauchte 5 Lehrer, um mich wegzuziehen. Wir wurden beide von der Schulsprecherwahl ausgeschlossen und eine Woche lang suspendiert. Ich wurde als Kapitän in der Fußballmannschaft abgesetzt und die Hauptrolle in der Schulaufführung bekam eine andere. Ich konnte nicht begreifen, wie mein eigener Bruder mich verraten konnte. Und jetzt war so viel von meiner harten Arbeit den Bach runtergegangen. Sogar meine Eltern waren wütend. Aber ich wusste, dass Carter glücklich war. In seinen Augen waren wir wieder gleichberechtigt. Mein Leben war ruiniert und meine Noten verschlechterten sich. Dann eines Tages weinte ich an meinem Spind und dann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Bist du okay? Ich drehte mich um und sah Nico. Mein Herz begann zu pochen. Es war mir so peinlich, dass ich versuchte wegzulaufen. Aber ich stolperte über meinen Schnürsenkel und fiel. Aber Nico fing mich auf. Ich lag in seinen Armen und starrte in seine großen blauen Augen. Ashlyn, bist du okay? Ja, mir geht's gut, danke. Das mit dem Tagebuch musste nicht peinlich sein. Carter war ein Idiot. Die Wahrheit ist, ich bin nur zu dir gekommen, weil ich in dich verknallt war. Wirklich? Ja, und wenn ich nach Hause kam, druckte ich die Fotos aus, die ich von dir gemacht hatte, und starrte sie an. Irgendwie unheimlich, oder? Genauso unheimlich, wie wenn ich deinen Namen in meinem Tagebuch stehen hätte. In den nächsten Wochen verbrachten Nico und ich viel Zeit miteinander. Anfangs versuchte Carter es zu ignorieren, aber ich merkte, dass es ihn verrückt machte. Ich war wieder glücklich. Meine Noten wurden wieder besser. Und das Mädchen, das meine Rolle in der Schulaufführung übernommen hatte, wurde krank. Also bekam ich sie zurück. Ich schoss sogar das Siegestor in unserem Fußballmeisterschaftsspiel und wurde zur besten Spielerin gewählt. Carter konnte es nicht mehr ertragen und stellte Nico und mich im Flur zur Rede. Nico, du kannst entweder
mein bester Freund sein oder mit meiner Loser-Schwester rumhängen. Aber du kannst nicht beides haben. Wie willst du es haben? Alle blieben stehen. Ich war zu erschrocken, um zu sprechen. Ich starrte nur Nico an, der wie ein kleiner Junge aussah, der sich im Wald verirrt hatte. Aber dann fasste er einen Entschluss und ging zu Carter. Ich griff Nikos Arm. Nico, das ist doch blöd. Es gibt keinen Grund, dass du dich entscheiden musst. Doch, das tut er. Und er hat es getan. Sorry, Sis. Nico stieß mich weg und mein Herz zersprang in eine Million kleine Stücke. So ein Idiot. In dieser Nacht stürmte ich in Carters Zimmer und stellte ihn zur Rede. Was ist los mit dir, Carter? Warum behandelst du mich immer, als wäre ich dein schlimmster Feind? Weil ich es muss, Ashlyn. Es geht um Mom und Dad und die blöden Wettbewerbe, zu denen sie uns zwingen, oder? Du hast Angst, dass du sie enttäuschen könntest. Das habe ich nie gesagt. Ich weiß, dass es das ist. Hör zu, ich verzeih dir alles. Aber lass uns jetzt damit aufhören, bevor es unsere Beziehung komplett zerstört. Bitte. Einen Moment lang schien es so, als würde ich zu ihm durchdringen. Ich schwöre, ich dachte, ich hätte eine Träne in seinem Auge gesehen. Es ist nur... Es ist nur was? Doch dann spannte sich sein Körper wieder an, als wäre er von einem Dämon besessen. Du bist ein Loser und ich werde dich immer besiegen. Und jetzt verschwinde. Das Stück sollte in ein paar Wochen aufgeführt werden, also habe ich mich von Carter ferngehalten. Ich wusste, dass er versuchen würde, es zu sabotieren. Dann eines Tages, als ich meinen Text probte, kam Nico vorbei. Hey, Ashlyn. Was willst du? Ich möchte mich entschuldigen. Carter ist mein Freund, aber er hat kein Recht, mich zu kontrollieren. Ich bin an diesem Tag mit ihm gegangen, weil ich ihm helfen wollte zu erkennen, dass das, was er tat, falsch war. Aber ich war ein richtiger Idiot. Und wenn du nie wieder mit mir reden willst, hab ich das verdient. In diesem Moment wurde mir klar, wie sehr ich Nico wirklich liebte. Also ließ ich meiner Wut freien Lauf. Und von diesem Zeitpunkt an waren Nico und ich unzertrennlich. Am Abend der Aufführung hörte ich, dass ein riesiger Talentagent im Publikum sitzen würde. Das war meine große Chance. Aber als ich auf die Bühne kam, hatte ich meinen Text völlig vergessen. Ich hatte mich so in meinen Gedanken über Nico verloren, dass ich mich nicht mehr auf das Stück konzentrieren konnte. Es war still, aber ich konnte Carter sehen, der ganz hinten neben Nico saß. Und er hat gelacht. Das war die ganze Zeit sein Plan. Er hat Nico geschickt, um mich abzulenken. Ich war wütend. Aber ich hatte nicht vor, Carter gewinnen zu lassen. Also atmete ich tief durch. Und plötzlich erinnerte ich mich an meinen Text. Ich goss meine ganze Wut in die Aufführung hinein und als das Stück zu Ende war, bekam ich Applaus. Ich konnte es nicht glauben. Als ich gehen wollte, kam die Talentagentin auf mich zu. Du warst fabelhaft. Ich glaube, du könntest ein Star werden. Ich? Wirklich? Ja, du, Ashlyn. Als sie mir ihre Karte überreichte, hielt ich nach Carter Ausschau. Nicht, weil ich es ihm unter die Nase reiben wollte. Vielleicht würde er sich für mich freuen. Aber er war nicht da. Ich kam mir wie ein Schwachkopf vor, weil ich das überhaupt gedacht hatte. Dann kam Nico auf mich zu. Du warst unglaublich. Nein, dank dir und Carter. Ihr habt mich ausgetrickst. Ich wusste bis heute Abend nichts von seinem Plan. Ich schwöre es. Als er mir sagte, ich solle Zeit mit dir verbringen, dachte ich, er hätte sich geändert. Aber es war nur ein Plan, um dich abzulenken. Ich habe es satt, sein Freund zu sein. Warum sollte ich dir glauben? Weil ich dich liebe, Ashlyn. Und dann hat er mich geküsst. Ich wäre fast geschmolzen, mitten im Theater. Aber dann erhaschte ich einen Blick auf Carter. Er sah traurig aus. In den nächsten Monaten ging ich zu Castings. Und gleich nach meinem Abschluss wurde ich für meinen ersten Film gebucht. Über Nacht wurde ich ein großer Actionstar. Nico war bei jedem Schritt für mich da. Jedes Mal, wenn ich eine neue Rolle bekam, kam Nico und besuchte mich am Set. Aber ich sah Carter kaum noch. Er fing an, lange wegzubleiben und die Schule zu schwänzen, sodass er seinen Abschluss nicht schaffte. Danach zog Carter in eine andere Stadt. Das Leben war schön, aber ich hasste es, Carter nicht in der Nähe zu haben. Ich habe so hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin, Nico. Und obwohl ich mich über meinen Erfolg freuen sollte, kann ich nicht aufhören, an Carter zu denken. Er ist erwachsen, Ashlyn. Er hat sich entschieden, so zu handeln. Anstatt zu versuchen, sich zu bessern, hat er versucht, dich niederzumachen. Und das hat nicht funktioniert. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass es seine Schuld ist. Meine Eltern haben uns vom Tag unserer Geburt an gegeneinander aufgehetzt. Sie haben uns beigebracht, so zu sein. Ein paar Jahre später machte Nico mir einen Heiratsantrag. Ich wollte Carter zur Hochzeit einladen, aber niemand hatte von ihm gehört. Ich hatte eine alte Nummer von ihm und schrieb ihm oft, aber er meldete sich nicht. Dann wurde ich für einen meiner Actionfilme für einen angesehenen Schauspielpreis nominiert. Ich sollte bei der Preisverleihung vor einem Millionenpublikum im Fernsehen auftreten. Und alle Designer wollten, dass ich ihre schicken Kleider und ihren teuren Schmuck trug.
Ich entschied mich für eine gelbe Diamantkette, die Millionen von Dollar wert war. Ich rief Kate an, um ihm die tollen Neuigkeiten mitzuteilen. Ich war mir nicht sicher, ob er sie jemals erhalten würde, aber es tat gut, seine Stimme zu hören. Am Abend der Preisverleihung ist etwas Verrücktes passiert. Nico und ich waren bei meinen Eltern, damit meine Mom mir helfen konnte, mich vor der Show vorzubereiten. Als Nico und ich zu unserer Limousine gingen, kam ein maskierter Dieb auf uns zu. Er schubste Nico zu Boden und schnappte sich die gelbe Diamanthalskette. Ich wandte die Kung-Fu-Techniken an, die ich in meinen Film gelernt hatte. Ich verpasste dem Dieb einen Schlag ins Gesicht, trat ihm in den Bauch, griff nach der Halskette und drückte ihn dann zu Boden. Au, das tut weh. Ich erkannte die Stimme. Ich riss ihm die Maske ab. Es war Carter. Meine Eltern hörten den Aufruhr und rannten nach draußen. Carter, was machst du da? Es tut mir so leid, Ashlyn. Ich hätte auf dich hören sollen, aber ich war so besessen vom Gewinn, dass ich am Ende alles verloren habe. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen und als ich deine Nachricht über die Preisverleihung und deine Halskette hörte, beschloss ich, sie zu stehlen. Das war eine dämliche Idee. Ist schon okay, Carter. Nein, ist es nicht. Ich war ein furchtbarer Bruder und ein noch schlimmerer Freund. Ich hoffe, dass du mir verzeihen kannst. Das ist alles unsere Schuld. Es war falsch von uns, euch zu drängen, gegeneinander anzutreten. Wir waren uns nicht bewusst, welchen Schaden wir damit anrichten. Es tut uns so leid. Wir sind immer so stolz auf euch beide gewesen. Ich habe Carter und meinen Eltern verziehen. Carter und Nico hielten meine Hand. Als die Moderatorin die Bühne betrat, dann rief sie meinen Namen. Steh auf, Ashlyn. Du hast gewonnen. Ich betrat die Bühne. Als ich Carter, Nico und meine Eltern sah, die mich anlächelten, musste ich einfach weinen. Es war ein wahr gewordener Traum.